Nach zuletzt doch vielen defensiven Problemen steht heute Königsmann für Bartels im Tor beim SV Waldhof Mannheim. Mannheim verlor die letzten drei Spiele und Königsmann steht auch gleich im Mittelpunkt. Philipp Sander prüft den Torhüter von Mannheim. Der besteht seinen ersten Test nach 10 Minuten. Waldhof hält dagegen. Kostli, Martinovic nimmt es gegen 3 auf. Er wählt diese Option und trifft nur den Pfosten. Fast perfekt. Nur der Pfosten steht einem Erfolg im Weg. 13. Minute, ausgeglichene Partie in der Anfangsviertelstunde. Fermal im Vorwärtsgang. Ballverlust. Und das kann Mannheim. Umschaltspiel, nahezu perfekt. Doncor sucht Tiefe, hat Biss, hat Willen, setzt sich durch. Sagiri, 1-0 Waldhof. 25. Minute. Doncor macht das fantastisch. Das sieht auch Trainer Glöckner so. Und die Hereingabe ist perfekt. Sagiri technisch einwandfrei. Die Führung für den SV Waldhof Mannheim ist mittlerweile verdient. Wieder Mannheim mit Ferrati. Eine Augenweite. Kostli, scharfe Hereingabe, aber Doncor verpasst. Waldhof stabil, Ferl bis dahin harmlos. Martinovic nimmt es diesmal gegen 4 auf. Martinovic und Schiedsrichter Speckner entscheidet nach kurzer Überlegung auf Elfmeter für Mannheim. Schwer zu erkennen, aber in der zweiten Wiederholung sieht man den Kontakt. Jetzt einmal und zweimal richtige Entscheidung. Elfmeter Mannheim, 42. Minute, Ferrati gegen Brüsecke, Hauptsache lässig, Brüsecke und Nachschuss, Glück für Ferrati. Fast wäre die Lässigkeit bestraft worden, so steht es 2-0 für den SV Waldhof Mannheim. Mit diesem 2-0 geht es auch in die Pause. Ferl zu Beginn der zweiten Hälfte etwas aktiver. Mannheim aber bleibt die gefährlichere Mannschaft. Ferrati bedient wieder Martinovic. Der ist nicht vom Ball zu trennen. Martinovic, Brüsecke hat den Fuß dazwischen. Ferl bemüht, aber bislang null zwingend. Ritzka. Und in der Mitte ist Yildirim. Monstermöglichkeit für Ferl, um zum Anschluss zu kommen. Den muss der 25-Jährige machen. So bleibt es bei der 2-0-Führung für Mannheim. Wieder Ritzka. Rabic zieht einfach mal ab. Und jetzt ist es passiert. Nur noch 2-1. Und kann man den halten? Die Frage, ich denke, ja. Kurzes Eck. Königsmann bislang wenig geprüft. Aber der Ball ist zumindest nicht unhaltbar. 68. Minute, 2-1 Ferl. Und Ferl jetzt deutlich mit Rückenwind. Ritzka und der eingewechselte Häder machen links richtig Alarm. In der Mitte ist wieder Yildirim und jetzt ist er drin. 2-2 der Ausgleich. Binnen 5 Minuten ist die komfortable 2-0-Führung des SV Waldhof Mannheim dahin. Und Ferl kommt nochmal wieder über die linke Seite. Und das geht jetzt alles viel zu einfach. Die nächste Großchance für Ferl Häder. Der 1,72 Meter große Häder, völlig blank, gilt nicht als Kopfballmonster. Die Defensive von Mannheim plötzlich mit großen Zuordnungsproblemen. Nächste Möglichkeit bereits in der Nachspielzeit. Schuss von Kurt Königsmann mit Flugzeit. Dann
ist das Spiel aus. Der SV Waldhof verspielt nach prima erster Hälfte einen Sieg. Ferl deutlich zweikampfstärker im zweiten Durchgang. Am Ende ein gerechtes Remis.